gladiators take the stage. Es geht weiter bergauf im Ländle. Altach sichert sich einen Punkt gegen Rapid und bleibt damit zum 5. Mal in Folge ungeschlagen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dein Verein SCR Altach. Es gibt einiges zu besprechen und das mache ich heute gemeinsam mit Sky-Experte Manuel Ortlechner. Hallo Orti. Servus, hi. Ein Unentschieden gegen Rapid, wie ist das ganze Spiel einzuschätzen? Wie hast du es erlebt? Schwierig einzuschätzen, weil ich denke, dass es wirklich eine sehr, sehr starke zweite Halbzeit war, der Altacher. Und meiner Meinung nach waren es eher zwei verlorene Punkte als ein gewonnener. Ja, es war ein äußerst spannendes Spiel. Absolut, vor ja. allem. Und auf dieses Spiel blicken wir jetzt noch einmal zurück. Philipp Lautischer fasst für uns zusammen. Beim Duell Altach gegen Rapid erleben Werner Grabherr und Didi Kübauer zwei grundverschiedene Spielhälften. Die Hütteldorfer legen sehr aktiv los und gehen auch in Führung. Mario Sonnleitner bekommt nach Ecke von Knasmüllner zu viel Platz. Und den nützt er 1:0 für Rapid in Minute 9. Und die Gäste wollen danach sofort nachlegen. Wieder jubelt Mario Sonnleitner. Aber sein zweiter Treffer wird vom Schiedsrichterteam nicht anerkannt. Und das ist eine Fehlentscheidung. Piesinger ist auf gleicher Höhe. Glück für Altach, ganz knappe Angelegenheit. Das Heimteam arbeitet sich in der Folge besser rein ins Spiel. Joshua Gett legt den Turbo ein und kurft Sonnleitner und findet Manfred Fischer. 1:1 in Minute 32. Alles wieder offen in der Cashpoint Arena. Gett in dieser Szene mit Tempo, Technik und Übersicht. Jetzt sind wieder die Rapidler gefordert, Initiative zu übernehmen. Knasmüllner steckt ideal durch für Thomas Murk. Und Rapid holt sich die Führung in dieser Partie noch vor der Pause zurück. Nach dem Seitenwechsel übernimmt dann Altach das Kommando. Christian Gebauer schickt Manfred Fischer und es steht 2:2. Fischer hat dann nach seinem Doppelpack sogar noch den Matchball auf dem Fuß. Aber in dieser Szene reagiert dann Strebinger großartig, verhindert mit einer starken Fußabwehr einen Triplepack von Fischer. Altach und Rapid trennen sich nach einem intensiven Spiel mit 2:2. Die Unentschieden bringen uns in der Tabelle nicht weiter, halten Teams wie Rapid natürlich in Reichweite. Trotzdem müssen wir Spiele gewinnen, wenn wir wirklich noch an den Strich glauben. Und das machen wir definitiv. Und deshalb gilt es jetzt auch vor allem nächste Woche in Innsbruck, den Dreier einzufahren, damit wir über die Länderspielpause uns nochmals für die letzten Runden bis Winter richtig gut einstellen können. Ja, sehr kritisch, Orti. Werner Grabherr, kannst du ihn verstehen? Ich würde eher interpretieren, dass er mit sehr, sehr viel Selbstbewusstsein mittlerweile wieder an den Tag geht. Die letzten 5 Spiele wurden nicht verloren. Man hat 2-mal gewonnen, jetzt gab es 3 Unentschieden in einer Reihe. Okay, aber man ist trotzdem nicht zufrieden, wenn man gegen Rapid Unentschieden spielt. Vor dem Spiel, interessanterweise, hat er nur gemeint, eigentlich wäre er mit einem Punkt zufrieden. Wenn mehr möglich wäre, dann fein, aber unterm Strich wäre er zufrieden mit einem Punkt. Jetzt nach dem Spiel, natürlich aufgrund des Spielverlaufs, sieht man nicht wirklich Zufriedenheit in seinem Gesicht und ja, in seinen Aussagen. Ist eben verständlich, aufgrund dessen, dass er Manfred Fischer das dritte Tor schon auf dem Fuß hatte. Das stimmt, der hat überhaupt eine Riesenpartie gespielt, mit 2 Toren sich auch wirklich belohnt für diese tolle Leistung. Dem dritten Tor, das wäre das i-Tüpfelchen gewesen und somit hätte er wahrscheinlich auch den Siegtreffer dann erzielt. Ja, und er war natürlich trotzdem der Mann des Spiels, Manfred Fischer. Und jetzt hören wir mal rein, ob er das Ganze genauso kritisch gesehen hat wie sein Trainer. Manfred Fischer, sind Sie happy mit dem Punkt? Am Anfang von der Partie hätte man wahrscheinlich mitgenommen. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wir hätten uns den Sieg viel mehr verdient. Also war ein Topspiel von uns, was wir 2. Halbzeit vor allem geliefert haben. Ja, schlussendlich bitter. 3 Punkte werden auf jeden Fall drin werden, wenn ich die eine Chance mache. Steht es 3:2 und dann werden wir wahrscheinlich die Partie heimbringen. Ja, so macht man einen Punkt nicht mehr mit, aber es tut schon ein bisschen weh. Wie besonders war es für Sie persönlich, dieses Match? Trotzdem, eben, Sie haben schon gesagt, diese Top-Möglichkeit vergeben, da war Strebinger stark, aber am Ende des Tages bleibt ja auch ein Doppelpack. Ja, natürlich bin ich froh, dass ich der Mannschaft wieder was zurückgeben habe können. Ja, es ist klar, es ist ein schöner Tag, aber wir kommen von da hinten trotzdem nicht raus mit dem Punkt. 3 Punkte hätten uns sicher mehr geholfen, von dem her. Ja, ist ein bitterer Nebengeschmack sicher dabei. Ja, auch er ist trotz Doppelpack nicht ganz zufrieden, antwortet ganz ähnlich wie sein Trainer. Kann man aber trotzdem sagen, Manfred Fischer ist jetzt endgültig in Altach angekommen.
Ja, absolut. Er hat mittlerweile 12 Spiele in der Bundesliga bei den Altachern zu Buche stehen. Er bringt gute Leistungen. Mittlerweile krönt er sich auch mit Toren dieser Leistungen. Er macht eine gute Entwicklung gerade durch. Er ist nach wie vor erst 23 Jahre alt, also da ist noch sehr, sehr viel möglich. Hat sich absolut durchgesetzt. Also ich sage, ein absoluter Gewinn auch für die Altacher. Mir gefällt auch die Aussage, weil unterm Strich, er hat 2 Tore erzielt und trotzdem ist er nicht zufrieden, weil man eigentlich mehr wollte. Das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Das ist irgendwie das neue Selbstvertrauen bei den Altachern, das widerspiegelt. Welche Qualität speziell hat Manfred Fischer, die seinem Trainer, die Werner Grabe, so richtig weiterhelfen? Ich meine, natürlich abgesehen davon, dass er Tore schießt. Er bringt eine gewisse Schnelligkeit mit. Generell ist er unbekümmert auch in seinem Spiel. Er kriegt auch mittlerweile mehr Konstanz rein. Das ist etwas, was die Spieler natürlich auch fordern wollen, wenn sie junge Spieler dann reinwerfen, dass irgendwann noch mehr gewisse Konstanz auch mitkommt, dass die Schwankungen weniger werden. Und er entwickelt sich echt super. Also, er ist treffsicher und auch verbal ist er ganz gut unterwegs, Manfred Fischer. Hören Sie mal. Damals ohne Stutzen, nur mit den Schimperdeckeln an. Das erste Training war, kann ich mich noch genau erinnern, wie ich mich in die Locken gestellt habe. Und das Fußballspiel war komplett egal. Es war eigentlich nur wichtig, dass wir Spaß haben und dass wir in der Locken ein bisschen herumhupfen. Der Ball war eigentlich komplett nebensächlich. Wir haben in der U10, glaube ich, war das, damals noch bei Bier geführt. Ein Tordifferenz von 101:1 gehabt und da habe ich 70 Tore geschossen. Also von dem her kann ich mich noch an das, also das ist so ein Erlebnis, was ich nicht mehr vergessen werde. Der Dormer, glaube ich, bei uns hat auch schon allein 5 Tore geschossen, also da haben wir Gaudi gehabt. Ich habe im Fußball gespielt und die Uhr runtergeschossen, die Mama brennt heiß gewesen. 2 Tage später eine neue Uhr gekauft, wieder das Gleiche passiert, wieder die Uhr geflogen. Und dann haben wir endgültig Verbot gehabt mit dem Fußball daheim. Ja, treffsicher dürfte also schon immer gewesen sein. Mich wundert nichts mehr. Na, Weltklasse, die ganze Geschichte, wie er aus der Jugend erzählt. Das ist aber recht spannend, wenn du mit Spielern unterhältst, wie ist dein Weg losgegangen. Siehst du bei ganz, ganz vielen eine ähnliche Karriere. Man war wirklich herausragend im Nachwuchs und dann ja, wird es natürlich immer schwieriger, nach oben hin herauszustechen. Aber unterm Strich war, glaube ich, jeder Spieler in der Bundesliga irgendwann einmal ein Zehner oder ein Stürmer oder was auch immer. Und Ähnliches war auch beim Freddy Fischer so. Und ja, das als Bub hat auch schon großartig aufgezeigt, dass er großes Talent war und oder ist, sieht man ja ohnehin auch jetzt noch. Ja, wenn der jetzt 70 Tore machen würde, dann wäre Werner Grabe wahrscheinlich auch zufrieden. Ja, nicht nur. Ja. Also, da gäbe es andere Personen in Österreich, die sich wahrscheinlich freuen würden, wenn wir einen Spieler hätten mit einem österreichischen Pass, der 70 Tore erzielt. Ja, wir wollen ja bei deinem Verein heute auch immer einen Blick hinter die Kulissen werfen und kommen jetzt zu einer Sache, die in Zeiten wie diesen immer wichtiger wird. Der Auftritt in den sozialen Medien, bei Vereinen, bei Firmen ein immer wichtigerer Punkt. Und auch in Altach gibt es ein eigenes Social Media Team. Und diesem Social Media Team haben wir über die Schulter geschaut. Vor dieser Linse ist im Ländle kein Spieler sicher. Aber das stört hier niemanden, denn Laura und Manuel kümmern sich um den Social-Media-Auftritt des SC Rheindorf Altach. Sie versorgen die Fans online mit Fotos, Beiträgen und den neuesten Infos des Vereins. Ja, und dafür interessieren sich auch die Spieler selbst. Es kommt dann natürlich auch durchaus mal vor, wir sind die mit den Bildern und dann werden wir halt mal am Sonntag angeschrieben, kriege ich da ein Bild, zum selber verwenden für sich, oder? Aber ich glaube, es gefällt dann am meisten, was wir machen. Auch wenn sich Werner Grabherr hier einmal einen Scherz erlaubt, weiß er als ehemaliger Marketingleiter genau, wie wichtig die Kommunikation nach außen ist. Und das spürt auch das Social-Media-Team. Ich meine, bei uns ist sicher auch der Vorteil, dass der Werner das vorher selber gemacht hat. Dann ist er natürlich immer ist einfacher, mit dem über das kommunizieren. Er weiß ja, um was es geht. Ich habe da noch keinen anderen Trainer erlebt, aber mit Werner und mit der Mannschaft ist die Zusammenarbeit sehr super. Teamwork und die richtige Kommunikation sind bei ihrer Arbeit einfach entscheidend. Denn Instagram, Twitter und Co. müssen quasi rund um die Uhr betreut werden. Es reicht schon, wenn irgendein Tweet kommt. Aber können wir auch nicht, wenn am Samstag irgendjemand über uns twittert, am Montag antworten. Oder? Das geht nicht. Und trotz des Zeitdrucks wird hier jede Information sehr sorgfältig behandelt. Ich frage auch den Werner, ob ich das schon raus... Also ob man das schon veröffentlichen darf oder nicht.
will da nicht irgendwas rausplaudern, was man nicht darf. Aber fix ist für die beiden, ohne Social Media Team geht es bei keinem Verein mehr. Wenn ich jetzt mich informieren will, dann gehe ich als erstes, schaue ich auf der Facebook-Seite oder bei Instagram. Und deswegen finde ich es sehr wichtig. Manuel und Laura werden den Spielern auch weiterhin auf die Beine schauen und die Community mit Einblicken hinter die Kulissen auf dem Laufenden halten. Ja, Otti, auch du bist auf Social Media präsent. Wie wichtig ist denn gute Social Media Arbeit in Zeiten wie diesen? Ja, ich denke, dass die Vereine ohnehin nicht drum herum kommen. Aber andererseits muss das jeder für sich selber natürlich beantworten, privat. Sie machen es sehr, sehr gut, wie ich finde. Du erreichst natürlich sehr, sehr viele Leute für eigentlich kein Geld. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du auf Social Media aktiv bist. Und natürlich ist auch ein Service am Fan. Und sie hat es auch richtig gesagt im Beitrag, als allererstes informieren sie die Fans einfach über Facebook oder über Instagram. Twitter ist natürlich in Österreich jetzt nicht so verbreitet, aber trotzdem auch für viele Medien ein sehr, sehr schnelles Medium. Und deswegen ist es auch recht clever, wenn man auch dort als Fan, als Club auch präsent ist. Ja, man kommt einfach sowieso nicht drum herum, dass man diese Fans auch auf allen möglichen Ebenen irgendwo auch dieses Service anbietet. Und ja, mittlerweile haben auch alle Clubs, glaube ich, eigene Departments für dieses Thema, weil es auch immer größer wird. Und die Fans haben diesen internationalen Anspruch, den man bei anderen Clubs sieht. Darum ist es gar nicht so einfach, auch für die österreichischen Clubs da mitzuhalten, weil andere Vereine einfach andere Möglichkeiten haben. Aber ich finde, dass es in Österreich auch sehr, sehr gute, vor allem clevere und auch sehr, sehr kreative Social-Media-Abteilungen gibt. Ja, werfen wir noch einen Blick in die Zukunft, in die nähere Zukunft. Am kommenden Wochenende trifft Altach auf Wacker Innsbruck, auf den Aufsteiger. Manuel, kann man da von einem 6-Punkte-Spiel sprechen? Ja, wenn nicht sogar noch mehr Punkte. Natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man unbedingt dieses Ziel noch erreichen will, dass man es eventuell über den Strich auch schafft, dann muss man in diesem Spiel einfach als Sieger vom Feld gehen. Das wissen die Spieler natürlich auch. Ist aber nicht so einfach, auch, weil auch die Innsbrucker sich jetzt in der letzten Woche eigentlich gefestigt haben. Und ja, wird sehr, sehr interessant werden. Ja, danke dir. Das werden wir dann nächsten Montag analysieren bei einer neuen Ausgabe von Dein Verein SCR Altach.